Hallo liebe Fans der historischen Comedy. Es ist soweit, ich hatte gerade meinen ersten Drehtag für unseren Kinofilm Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Ja, so ist jetzt der Titel. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir drehen wieder. Diesmal einen Kinofilm. Mit dabei sind Matthias Matschke, Max Giermann, Judith Richter, Valerie Niehaus, Alexander Schubert, Holger Stockhaus, Paul Sedlmayr und Jasmin Schwiers im Ensemble. Ach ja, und ich mache auch mit. Plus viele Gaststars, wie zum Beispiel Christoph Maria Herbst, Caroline Kebekus, Bastian Pastewka, Christian Dramitz und viele mehr. Inhaltlich kann man leider noch nichts verraten, das ist ja alles top secret. Es ist so, wenn wir da ein Drehbuch bekommen, müssen wir das nach dem Lesen direkt essen. Ja, sicherheitshalber. Und das sind schon einige Seiten. Gut, jetzt nach der vierten Fassung habe ich mich so ein bisschen dran satt gegessen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, man darf aber wirklich nichts verraten. Nur so viel, es wird wieder historisch. Es geht um die Geschichte der Menschheit, aber leicht gekürzt. Deswegen auch der Titel. Und das wird lustig. Auch für Fans ist da ganz sicher einiges mit dabei. Da ich jetzt im Sommer also fleißig drehe, werde ich hier auf dem Kanal eine kleine Pause machen und in den nächsten Wochen erstmal keine Videos posten. Das ist zeitlich einfach nicht möglich. Ich habe aber schon einiges an neuen Clips vorbereitet, zum Teil auch schon gedreht. Darunter neue Götter wie wir Videos, neue Episoden von Stormtrooper Dieter und Clips mit ein paar ganz neuen Figuren. Da könnt ihr also auf jeden Fall auch gespannt sein. Das alles dann wieder ab Spätsommer, Herbst. Und vielleicht habe ich auch noch eine Überraschung für euch hier zum aktuellen Dreh. Das könnte für den oder die einen oder den die anderen innen sehr spannend werden. Eventuell gibt es nämlich eine Möglichkeit, wie ihr beim Dreh mit dabei sein könntet, vermutlich im Oktober. Das steht aber noch nicht fest, daher kann ich hier noch nichts Konkretes verraten. Bleibt auf jeden Fall dran und schaut später nochmal rein. Sobald es hier Neuigkeiten gibt, melde ich mich wieder. Oder noch besser, ihr aktiviert einfach die Glocke und abonniert den Kanal, damit ihr da nichts verpasst. Bis dahin wünsche ich euch einen großartigen Sommer. Vielleicht poste ich auch zwischendrin mal was. Mal schauen, lasst euch überraschen. Ansonsten gibt es hier auf dem Kanal ja auch noch das ein oder andere ältere Video zu entdecken. So wie hier zum Beispiel. Und auf dieser Seite lädt der formschöne Abo-Knopf zum Drücken ein.